Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne, die Karte der Wagen hat sich umgedreht, also ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie diese Energie für die vierte Woche, Monat Juni, für dich steht. Ja, Wassermann, schauen wir mal zusammen. Siebente Münzen, achte Münzen, Entschuldigung, ist rausgeflogen. Schauen wir mal, Wassermann, was das heißt. Die Karte der Wagen hat sich auch umgedreht. Das ist eine positive Mischung von Karten, ja. Was mit Beruf, mit Arbeit zu tun hat in Wirklichkeit. Ja? Schauen wir mal. Wow. Interessant. Also, Entschuldigung. Also unter dem Deck haben wir acht der Stäbe, Wassermann. Eine wirklich interessante Energie, weil es hat mit Geschwindigkeit zu tun. Also es gibt hier eine Schnelligkeit. Also etwas wird schnell geschehen. Entweder sind das Nachrichten, Nachrichten, Kommunikation irgendwie. Ja, also du siehst ja, acht der Münzen ist rausgeflogen und acht der Stäbe, die Nummer 8, 8 ist hier in deiner Lebung, ja, Wassermann. Und das hat schon irgendwie mit gewissen Handlungen, Schnelligkeit, Handlungen, in manchen Fällen in Bezug Arbeit für manche. Ja, sogar man könnte denken, es gibt hier eine Reise. Wir werden jetzt schauen, aber es ist einfach interessant. Also irgendwie, es gibt tatsächlich hier so eine Begegnung, eine interessante halt Energie für diese letzte Woche. Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Genau. Also die Karten, die für dich gekommen sind, die Hohepriesterin, fünfte Münzen, die Karte die Sonne. Ich bin ein bisschen so, bisschen jetzt ruhig geworden, weil die Karte, die Hohepriesterin, kam nämlich auch bei Sternzeichen Zwilling in der gleichen Stelle wie bei dir. Genau. Ich weiß nicht, ob du mit Sternzeichen Zwilling irgendwie eine Verbindung hast oder heißt das nur vielleicht Aszendent oder irgendwie in deinen astrologischen Chart. Aber die Sache ist einfach, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass die Karte, die Hohepriesterin, genau in der gleichen Stelle wie bei dir, bei Sternzeichen Zwilling auch gekommen ist. Sehr, sehr interessant, ja. Also Sternzeichen hier Fische. Sternzeichen Fische, Sternzeichen Löwe. Ist hier zu sehen. Wassermann, ja. Aber wir haben hier schon mit einer interessanten Situation zu tun, ne? Weil tatsächlich sehe ich hier schon eine Kommunikation. Aber die irgendwie in Wirklichkeit, ich sehe hier schon, man fühlt sich glücklich. Also die Karte, die Sonne, Wassermann, ist die beste Karte im Tarot. Und das hast du für die letzte oder die vierte Woche im Monat Juni. Und das ist die beste Karte im Tarot. Wenn das hier jetzt mit Arbeit verbunden ist für dich, haben wir hier mit einer wirklich sehr positive Kommunikation oder Nachrichten, die kommen. Du hast ja gesehen, acht der Stäbe, acht der Münzen. Wir reden hier in manchen Fällen für neue Projekte oder vielleicht neue Verträge oder irgend so eine Sache, wo man noch am Lernen ist. Es gibt hier positive Nachrichten. Du kommst wirklich von einer Situation raus, die dich wirklich in einen gewissen Verlust
wo du in einem gewissen Verlust warst. In diese vierte Woche Juni, es gibt eine sehr positive Veränderung in deinem Leben. Wir haben die Karte, die Sonne für dich da. Wir haben hier mit viel Reichhaltigkeit auch zu tun. Ist eine sehr materielle Karte, sehr materiell, ja. Es ist irgendwie, es gibt hier eine Verbesserung deinen Zustand. Wenn du krank warst, zum Beispiel, es gibt hier eine Verbesserung, aber eine starke Verbesserung. Ja, wenn du Geld verloren hast, irgendwie, es gleicht sich wieder aus. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber es gibt hier eine 180-Grad-Veränderung in deinem Leben. Und das kannst du in diese vierte Woche, im Monat Juni, schon spüren. Ja. Also gewisse Situationen kommen ans Licht. Gewisse Geheimnisse vielleicht, Wassermann. Gewisse Geheimnisse, die du nicht wusstest, kommen ans Licht. Du erfährst irgendetwas. Augenblick, bitte. Denn tatsächlich haben wir hier mit irgendwie ein Glücksgefühl. Ja, es ist glücklich, ich bin glücklich. Und ja, aber irgendwie die Hohepriesterin deutet manchmal auf diese gewisse Geheimnisse oder Sachen, die man nicht sagt. Begleitet mit diese fünf der Münzen ist halt etwas dubios halt, aber es kommt hier Klarheit, ja? Wassermann. Wahnsinn. Wow. Wassermann. Einfach nur wow, was ich hier auf dem Tisch habe. Interessant, und hinter dem Deck habe ich jetzt eine Königin der Münzen. Aber ich habe König der Münzen auf dem Tisch. Ja? Also König und Königin der Münzen. Ich weiß nicht, ob du mit Sternzeichen Fische eine Verbindung hast. Vielleicht ist nur halt, wie gesagt, Aszendent oder in deinen astrologischen Chart irgendwie. Aber bei Sternzeichen Fische hatte ich diese Situation auch gehabt, von König und Königin der Münzen. Sehr interessant. Ich glaube, es war Fische. Fische oder, ja, ich denke, es war Sternzeichen Fische. Ja. Tatsächlich. Also, wir haben hier mit einem Ehepaar, mit Familie, mit Kindern zu tun, mit einer Langzeitbeziehung, mit Erde, Element, Stier, Steinbock, Jungfrau. Unabhängig von diesen Sternzeichen, es gibt hier eine Komfortzone, eine Stabilität. Nochmals, Familie ist hier zu sehen. Ja. Ich habe auch zwei Königinnen, ja. Also ich habe Königin der Kelche, Königin der Münzen, Wassermann, genau. Wow. Also es wiederholt sich vieles bei mehreren Sternzeichen. Also es gibt hier ein Gefühl von einem Zyklus, die sich wiederholen möchte. Schau mal jetzt, Wassermann, in der Mitte für deine Legung habe ich die Mäßigkeit. Sternzeichen Schütze. Aber die Mäßigkeit in der Mitte spricht für eine Gesundheit, also für die Gesundheit, eine Verbesserung der Gesundheit. Das hatten wir jetzt auch mit die Sonne, habe ich darüber gesprochen. Ich habe zwei Karten auf dem Tisch, die damit mit der Gesundheit zu tun haben. Es gibt hier eine deutliche Verbesserung, einen Balance in deinen Emotionen. Es gibt Frieden. Wir sind in einem Frieden, irgendwie in einer Ruhe. Wir kommen in einen bestimmten Balance in den Emotionen tatsächlich.
Natürlich haben wir hier auch mit Kommunikation, ne? Also das spricht auch für Kommunikation. Für eine positive Kommunikation. Ja? Immerhin ist das hier einen Engel in der Mitte für deine Legung. Einen Engel. Ja? Also es ist eine positive Energie auf dem Tisch zu spüren. Wassermann für dich, muss ich dir schon sagen. Ja, also die Mäßigkeit in der Mitte für deine Legung ist auch nicht selbstverständlich, ja. Also schau mal, was ich hier habe. König der Münzen, die Mäßigkeit, vier der Schwerter, Wassermann. Also die Sache ist tatsächlich haben wir nicht nur bei dir, sondern bei mehreren Sternzeichen mit einer unendlichen Geschichte zu tun. Diese unendliche Geschichte hat damit zu tun, dass unseren Exes oder genau, unsere Exes irgendwie sich wieder versöhnen wollen und wieder zurückkommen möchten. Es gibt hier schon ein Gefühl von sich versöhnen. Ja. Und ich rede in manchen Fällen für eine Langzeitbeziehung. Ich kann es nicht anders sehen. Also ich kann es wirklich nicht anders sehen. Ist das für dich vielleicht deinen Chef? Oder spricht das hier für dich für einen Chef? Dann hat diese Person auch positive Nachrichten für dich und möchte sehr wahrscheinlich, dass du wieder zurückkommst in der Firma. Wir reden über eine Firma, wo du schon mal warst, zum Beispiel. Wenn das für dich ein Chef ist, immerhin ist eine ermächtigte Energie, spricht für viel Stabilität. Deswegen sage ich, für manche spricht das für einen Ex. Es gibt hier eine Heilung. Es gibt hier schon eine deutliche Heilung, Wassermann. Eine Heilung, die für manche mit der Gesundheit zu tun hat, oder eine gewisse Heilung ist hier. Schau mal bitte. Ast der Schwerter, vier der Schwerter, die Karte, die Sonne. Es ist wirklich, also ich sehe hier schon eine Person, die vielleicht gesundheitlich sich nicht wohl gefühlt hat. Wir reden vielleicht sogar über einen OP. Jemand ist operiert worden. Es gibt hier eine Operation, die sehr gut sogar, sehr gute Ergebnisse hat. Diesen Angriff. Ja, ich hoffe, ich kann mich gut äußern. Also dieses OP hier hat eine sehr gute Heilung. Es gibt eine Heilung hier, die Gesundheit. Es gibt hier eine Verbesserung deiner Gesundheit. Eine hundertprozentige Verbesserung. Es gibt Gesundheit hier. Wenn das für dich jetzt eine Frage ist oder eine Frage war, es ist wichtig, ich meine immerhin die Gesundheit, ja. Die Gesundheit ist sehr wichtig, ja. Klar, logisch. Also deine Gesundheit ist diese Woche sehr in der Legung, sehr stark zu spüren. Deine Gesundheit. Und es sieht schon, wie du siehst. Also besser ist nicht möglich. Ja. Genau. Natürlich eine bestimmte Kommunikation, in manchen Fällen eine juristische Kommunikation, Wassermann, die du erwartest, eine juristische Kommunikation kommt auch sehr positiv für dich. Es gibt hier eine positive Kommunikation, was mit einer juristischen Sache zu tun hat oder generell einfach so. Es ist hier eine Klarheit in deiner Legung, könnte man denken, du siehst alles viel klarer. Ja, es gibt tatsächlich gar kein Zweifel in deiner Energie. Ich sehe alles, es gibt Licht hier, es gibt Licht. Schau mal bitte, das ist wirklich eine starke Legung hier für diese vierte Woche Juni für dich. Also die Karte, das Gericht, die Mäßigkeit und die Sonne.
Drei starken Energien, große Arkane. Sternzeichen Schütze, Löwe, Skorpion, Fische, haben wir ja gesagt. Aber Erde-Element auch. Wassermann, das hier spricht für Kommunikation. Und das hier, in manchen Fällen, haben wir mit einer tatsächlich juristischen Kommunikation zu tun. Dass für manche das hier mit einem Ex zu tun hat, könnte möglich sein. Aber diese Kommunikation hier, Wassermann, zeigt sich für dich sehr, sehr positiv. Ja. Genau, egal, wie gesagt, wenn das juristisch ist, ja, natürlich, du wirst Klarheit haben, weil, was ich hier auch sehe, Wassermann, ist, dass diesen Ex, und du wirst jetzt sehen, wer diese Person ist, weil manchmal Exes sind manchmal mehrere da, oder oder die Vergangenheit ist halt eine lange Vergangenheit jetzt, und du musst schauen, von wem hier gesprochen wird. Aber wir reden nur über eine alte Vergangenheit. Es gibt hier tatsächlich diese Kommunikation. Ja? Aber eine Person hat hier klare Ideen, einen klaren Kopf. Also ich weiß ganz genau, was ich hier mache. Mein Kopf ist klar und ich weiß schon, was ich mache. Ich weiß schon, wie ich entscheiden werde. Und sehr wahrscheinlich, ich rede hier schon über einen Schluss, ein Ende mit einer Geschichte, die einfach zu sehr lang in der Zeit geht. Wir reden über eine unendliche Geschichte. Ich habe hier mit einer karmischen Beziehung zu tun oder eine karmische Situation in deinem Leben, die sich ständig wiederholen möchte. Ehrlich, also so sehe ich das. Und ja, Wassermann, ich denke auch, das ist ziemlich störend. Natürlich ist das störend, ja. Aber es ist einfach so, wir können es nicht ändern, weil wir beeinflussen die Energie nicht. Wir können den freien Willen von anderen Menschen nicht beeinflussen. Wir können nur das, was wir wollen, beeinflussen, aber nicht das von anderen. Und deswegen, die Energien zeigen sich so. Es gibt aber tatsächlich einen Schluss, eine Trennung. Eine Scheidung, aber endgültig. Ja, endgültig. Genau. Tatsächlich endgültig. Weil man einfach hier Klarheit hat. Wassermann, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so eine Superlegung gehabt habe. Also heute nicht mal, also heute auf gar keinen Fall, aber es ist sowas für positiv, was wir hier haben. Diese große Arkana, die ich hier habe, ja, schau mal, Ass der Schwerter, die Mäßigkeit und die hohe Priesterin. Eine Sache kommt ans Licht. Etwas erfährst du, etwas kommt ans Licht. Ja, etwas kommt ans Licht und ich denke, es hat mit einer Hohepriesterin zu tun. Wassermann. In manchen Fällen über eine dritte Person. Eine Situation, die du erfährst, die mit einer dritten Person zu tun hat. Es kommt eine Situation ans Licht und das ist hier deutlich. Das ist hier deutlich. In manchen Fällen rede ich über eine dritte Person, über eine Dreierbeziehung. In manchen Fällen. Eine Person möchte zurück, sich versöhnen, aber diese Person möglicherweise ist schon bereits vergeben. Eine Person, die schon vergeben ist. Es gibt hier Klarheit. Es gibt hier Klarheit. Die Intuition ist ja da.
Du erwartest schon praktisch diese Situation. Du erwartest das schon. Du weißt, dass das so kommen wird. Ja? Also deine Intuition ist ja sehr präsent und du spürst, dass diese Situation sich ergeben wird. Ja? Aber nochmals, wie ich gesagt habe, ich rede hier über eine karmische Situation. Es gibt hier eine Sache, die wir lernen müssten. Eine Lektion ist hier zum Lernen und wir müssen schauen, was habe ich hier zum Lernen, damit wir nicht die gleichen Verhaltensmuster in unserem Leben immer wiederholen. Warum? Weil sonst entwickeln wir uns nicht weiter. Und diesen gleichen Gespräch hatte ich bei Sternzeichen Zwilling. Den gleichen Gespräch. Ja. Weil Karma ist nicht was Schlechtes, Karma ist halt eine Lektion. Und je schneller ich das hier lerne, desto besser für mich. Weil dann kann ich nach vorne schauen und nicht in eine bestimmte Verlust, Gefühl von Verlust bleiben oder in eine Abhängigkeit, sondern ich kann dann nach vorne schauen. Die Karten sind, also diesen Einfluss, was ich hier spüre, ist positiv, muss ich dir schon sagen, weil ich sehe eine Person, die einen klaren Kopf hat, ja, das sehe ich schon hier, es ist wirklich positiv, aber tatsächlich, diese vierte Woche Juni wird für dich ziemlich interessant werden. Ziemlich interessant werden. Weil du bekommst eine bestimmte Sache, erfährst du. Eine Kommunikation, eine bestimmte Situation erfährst du. Etwas kommt ans Licht und du erfährst das. Es ist positiv am Ende für dich. Es ist positiv schon. Ne, wir reden über eine positive Sache. Aber ja, also einen klaren Kopf hat man schon hier. Und ja, also ich denke, das Wort Nachrichten oder Kommunikation, Wassermann, könnte man für diese Legung, für die vierte Woche Juni, könnte man darüber reden, dass wir hier mit einer gewissen Schnelligkeit haben und Kommunikation, Bewegung, Handlung. Genau. Ja, Wassermann, es gibt wie gesagt diese karmische Energie hier. Du weißt bestimmt, worüber hier gesprochen wird. Das musst du schon wissen, ja. Also, aber schau mal, die Mäßigkeit in der Mitte, es ist erstaunlich. Erstaunlich, die Mäßigkeit in der Mitte. Also, wir sind hier beschützt. Was wollen wir hier mehr? Wir werden hier beschützt. Wow, ja. Und ja, was soll ich dir hier sagen? Also ich kann dir wirklich nur sagen, du wirst beschützt. Du wirst beschützt. Es gibt hier einen Engel, es gibt hier eine Führung und irgendwie ist das alles gut, weil, wie gesagt, wir haben die besten Karten hier. Gerade sehe ich die Nummer 333 in meine Uhr, Wassermann. Eine sehr wichtige Nummer. Kannst du im Internet als Engelnummer suchen? Es gibt eine wichtige Botschaft für dich unter dieser Nummer, die Nummer 333. Und es ist tatsächlich eine göttliche Nummer. Ja, und diese göttliche Führung ist bei dir auf dem Tisch. Ich bin sprachlos mit deiner Legung. Wassermann. Und ja, ich muss schon sagen, es gibt schon hier ein Gefühl von einer dritten Person. Und das ist für jeder, wird es irgendwie so verstehen, wie jeder möchte. Aber eine dritte Person sieht man hier deutlich. Ja. Klarheit nämlich auch. Klarheit gibt es in deiner Legung auch. Wassermann, ich wünsche dir eine schöne Woche, vierte Woche Juni. Wir schauen am Montag weiter, wie die Energie sich weiter verändert. Ich danke dir für deine Likes, deine Abos und bis bald. Dankeschön, Wassermann. Tschüss.